Kommst du jetzt mit Rot? Kommst du jetzt bitte? Mama, komm jetzt bitte. Nachbarin da hinten, muss ich sagen. Meine Augen wie viel haben wir? Vier 52. Ja, die würde vor 5 anfangen müssen, ehrlich gesagt. War ich das so? Hätte Viertel vor 5 anfangen müssen. Das hätte schon so reicht, jetzt was ihr gemacht. Viertel vor 5 warst du am meisten rot. Wirklich. Entschuldigung. Viertel vor 5 warst du am meisten rot Ja. gewesen. Hast du gesehen, Ja, ne? ja. Viertel vor 5 warst du am meisten rot. Viertel vor 5 warst du am meisten rot Ja. gewesen. Warst du am meisten rot, hast du gesehen, ne? Das rote Ja. Viertel vor 5, ne? Es traut man sich schon nicht mehr einzukaufen, weil man da angesprochen wird, wie gestern der eine Typ. Nee. Echt, ey. Für mich hatte er sie nicht mehr gehabt. Nee. Der Sohn, der war mit einem kleinen Einkaufswagen da zugange, anstatt seinen Sohn mal zu beobachten, was er macht. Nee, da guckt er nur in den anderen Körben rein, was da drin ist. Oder uns, Oder uns, dann beziehungsweise. guckt, fragt mich, sagt dann bei der Kasse beim Rausgehen, na du? Und da hat uns, wie wir bei Aldi reingegangen waren, noch gesagt gehabt, guck mal, was hier ist, ey. Die Leute, die Kinschas. Hat da auch noch dabei gesagt, Ja. so andere Leute, die dabei waren, ne? Guck mal, da Ja. kommt die Familie Kinschas. Hier, guck mal, was hier gibt. Kinschas. Ich kenne den Typen, das ist auch einer, der uns angeschissen hat. Ich weiß. Mehr sage, tue ich jetzt auch nicht, kein Bock mehr. Na du, wie geht's? Das war schon alles. Nein, wie wir reingegangen, hat er gesagt, guck mal, Ja. was hier gibt. In meinem Kinschas. Wohnzimmer hat er mir das gesagt. Du hast bei dir das rausgehen gesagt, aber zu mir hat er gesagt, guck mal, was es hier gibt. Erst dachte ich, es wäre ein Fan von meinem YouTube-Kanal gewesen, von meinen YouTube-Aufnahmen, beziehungsweise von meinen YouTube-Videos und YouTube-Aufnahmen-Videos ein Fan gewesen. Aber ich habe mir nochmal überlegt, wenn er schon schadenfreudig sowas sagt, du, guck mal, was hier gibt, von mir der Kinscher kommt jetzt reingeplatzt, ne? Wenn er schon so schadenfreudig sagt, auch, auch bei dir, auch zu dir, wie du beim Rausgehen, wie du aus Aldi rausgehen wolltest, wie du auch zu dir schadenfreudig gesagt hast, na, wie geht's? Nein, der stand kurz vor Freunden. Wenn wir zum Beispiel rausgeflogen wären. Geht aber nicht, wir haben nichts gemacht. Einkaufen darf jeder. Er wäre rausgeflogen, weil er den ganzen Tag Nein, gemacht. aus der Wohnung meine ich jetzt. Ja? Ja, ich muss es jetzt gerade erklären, weil du es verkehrt verstanden hast mit dem Nein, ich habe es schon Einkaufen. richtig verstanden. Nein, der hat sich in dem Sinne gefreut, ne? Weil er den ganzen Ärger kriegt, das meinte ich. Ich meine, dass ich die Wohnung rausfliege, ich Ja, meine. wir haben jetzt das Wort, das geht gar nicht mehr Ich habe mich gerade versprochen gehabt. Ich meine, ich wohne rausfliegen. Ich meine, dass wir den ganzen Ärger kriegen von den an. Leuten, von allen hier. Wir wollten noch nichts mehr rein sagen. Ich habe jetzt, ich hab mich mit der Wohnung versprochen gehabt, vertan gehabt Ja. beim Sprechen. Ich habe in dem Sinne gemeint, dass wir wieder ausreden, bitte. Der Typ hat sich gestern mit seinem Sohn gefreut, dass wir den ganzen Ärger bekommen hier im Moment. Am meisten Ärger kriegen, am meisten drunter leiden müssen als alle anderen. Dass alle anderen Leute mehr dürfen mit der Musik, Spaß, Hobbys, Aufnahmen. Allen möglichen Scheiß, dann laut sein, rumschreien, auch wenn es nachts ist, nachts Ruhestörung Lärm verursachen ist, wie es heißt.
dass andere Leute das alles mehr dürfen und wir nicht. Das ist so gut wie gar nicht so, dürfen wir nur noch Verbote haben, alles verboten haben. Selbst Geburtstag feiern haben wir Verbot und andere Leute dürfen Geburtstag feiern. Deswegen hat der Typ uns, in dem Sinne hat der Typ uns gestern ausgelacht bei Aldi, das habe ich gemeint, ja? Ja. Der hat uns ausgelacht. Ja. Ja? Der hat sich in dem Sinne schadenfreudig gefreut, dass wir den ganzen Scheiß Ärger abkriegen. Ja. Wenn andere Leute so freien Fuß haben, wenn andere Leute mehr Glück haben, alles mehr dürfen als wir. Wenn andere Leute gar keine Verbote kriegen, ja? Nur nicht bei die, bei der, warte mal. Nein. Bei der 13 wohnen. Weißt du, wenn ich bei den drei Kleinkindern. Ja, weiß ich. Die haben auch schon sich Briefe bekommen, ja? Und trotzdem? Hm? Komisch, ne? Mhm. Wenn die schon sich Briefe gekriegt haben, mit dem Namen A, ne? Ja. Ich habe nur eine Zahl genannt, ich habe kein Haus genannt. Und ich habe einen Anfangsbuchstaben gesagt, keinen Namen genannt. Weil du kannst bedenken, wenn ich meine. Ja, ich weiß. Es gibt viele mit drei kleinen Kindern. Am 5 Uhr musst du am Balkon gucken wegen Hauerzaun. Rechts. Ne? Okay. Hallo? Ich hab schon verstanden. Kannst du es sehen? Ja. Guckst auf den Balkon rechts. Haben wir schon 5 Uhr? Ja, haben wir. Guck mal nach der Uhr. So können wir Fuß nicht schauen. Wird noch nicht rot. Ist da alles zu? Ja, noch graue Wolken. Hat sie wieder zugezogen? Das sind nur graue Wolken, mehr sag ich nicht. Hat sich da alles wieder zugezogen, meinte ich? Ja.
Ja, es war ja vorher frei gewesen. Vorher war es frei, das war ja um 16:30. So, ja. Sag ich auch nicht. Dann hat sich hier zugezogen, richtig? Ja. Bingo. Jetzt wird doch Regen. Ich hab Pech für euch. Was ist das denn? Na, mein Kühlschrank. Der Horizont ist noch knallrot. Guck dir das mal an. Okay. Witzig, ne? Weißt du, warum es stinkt? Biomüll könnten Maden drin sein. Rausmachen, sofort. Normal nicht, da habe ich nichts reingeschmissen, was Maden hervorzeugen könnte. Den einen Sack habe ich ja schon runtergebracht letztens. Guck mal. Ja, schon gesehen.
Kannst du auf dem Balkon wieder gucken? Was ist bitte danke? Grau. Grau in Grau. Was? Ja. Also wir kommen gut auch bei links Richtung Hund. Ja, dann wird es aber auch schon schwarz. Aber ein bisschen rot, ne? Ja. Nicht viel. Über eine seitliche Figur kann man ja was sagen, ne? Ich wünsche mir eines Tages mal, dass die Krimselaus mit dem pinken Haar, mit dem weißen Haar, egal wer es ist, wie komplett rot ist und eine trägt diesen komischen Helm in Zäune oben drauf von Jade Armour, Serie von Jade Armour, getötet und umgebracht werden und vernichtet werden, zerstört werden. Wenn ich in einer richtigen Trap, oder Hochsicherheitstrap eingewiesen wäre, oder so einen sogenannten Hoch- oder Knastpsychiatrie, wie das heißt, eingewiesen werden. Oder für immer und ewig, dass nicht mehr rauskommen. Oder Psychiatrie, Hochsicherheitstrap, Psychiatrie, Knastklinik, wie das heißt, eingewiesen werden. Oder wie heißt, nennt sich das? Wie nennt sich das? Staatsgefängnis, wie das heißt, eingewiesen werden. Und zwar für den Rest des Lebens, scheißegal. Weil die haben, seitdem die letztes Jahr als erstes auf Supertel kamen und dann hinter Cartoon Network, die haben das alles, die haben die ganze Welt kaputt gemacht, alles übernommen, die ganze Leute übernommen, die Tiere, Natur, und hast du gesehen. Der ganze Himmel machen sie auch noch scheiße mit Rot und der ganze, im Moment ist, ich verstehe nicht, warum ist der Mond im Moment rot? Weiß ich nicht. Fragen viele Leute schon, den Grund kenne ich, den Crimson Lords von Jade Armour, mit dem pinken Haar, mit den weißen Haaren, wie immer. Die haben auch das mit dem Mond verändert, alles übernommen, Himmel, was?
Das wissen wir gar nicht. Ich kann sagen, ich kann nur sagen, mit solchen Figuren, weil der hat ziemlich lästern, verspotten, moppen, was ich will. Ja. Kommt das so vor, als ob sie den Mond nur rot gemacht haben, alles rot gemacht haben. Die Leute und die Tiere, alles Natur und so ein Scheiß. Dass sie alles übernommen haben. Wieso? Dann haben wir eh die Weltherrschaft sich gerissen, alle beide. Der pinkhaarige, weißhaarige Grindelwald, ja, von Jadamo, ja. Aber ich wünsche mir eines Tages, dass sie mehr vernichtet, getötet werden von so einem komischen, wie nennt sich das? Jäger, was es ist. Wenn der Reptilip bedenkt, über den König kommt mit seiner Armbrust, Schusswaffe auf die Grimselots von Jade Amor drauf geschossen hätte, im Bauch rein oder Kopfschuss, bei dem Pinkhaarigen, bei der Weißhaarigen Grimselot, der eine trägt den Helm mit den Hörnern, der Weißhaarige, beide tragen komplette rote Rüstung, ist mir auch scheißegal, dann sind sie weg von der Welt, weg, komplett weg. Oder sonst auch mir was eingewiesen werden, der Knastklinik oder Staatsgefängnis oder Psychiatrie, schränken erziehbar, wo sie nicht mehr rauskommen, wo wir immer bleiben müssen. Richtig? Ja. Weil das sind ja Psychopathen, angeblich. Sind ja auch Psychopathen, ne? Die können Psychokinese, Telekinese, Hypnodinese, wie das heißt. Jetzt musst du wieder rechts gucken auf den Balkon, weil es klärt sich wieder auf, sehe ich gerade. Aber diese Morgendämmerung, die ich jetzt aufnehme, es hat mit dem scheiß roten Helm-Horn-Monster von Jade Amor nichts zu tun. Es kommt immer jeden Morgen. Und was ist rechts?
gehe mal irgendwo hin. Ne? Ja. Bist du klein? Thank you.